Hey guys, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sandra und ich drehe hier alles mit Beauty, Make-up, Fashion und Vlogs. Seht ihr hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich einen Try-on-Haul für euch. Ich war nämlich bei Missguided shoppen und ich habe ganz viele Hosen geholt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich so alles geholt habe, dann schaut auf jeden Fall weiter. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr immer noch dran seid. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Okay, Leute, let's start. Das erste Teil ist hier eine Jogginghose. Ich liebe diese Farbe. Ich habe diese Jogginghose gesehen und dachte mir direkt, okay, I'm gonna buy that. Weil die lila ist, also so Flieder-mäßig. Ja, die ist so fliederfarben. Und die ist auch schön dick und die ist auch eng unten. Und ich habe die in der Größe 38 bestellt. Und ja, Jogginghosen, ihr wisst selber, im Winter Jogginghosen ist eher das Beste oder im Herbst. Ist richtig chillig, gemütlich. Man kann es sogar mit hohen Schuhen kombinieren. Man kann es aber auch richtig gechillt kombinieren. Also für den Winter safe, safe praktisch. Und ja, das ist das erste Teil. Das nächste Teil ist hier diese schwarze Jogginghose und das ist eine Lederjogginghose, die ist, also ich habe die gesehen und da habe ich auch gedacht, okay, die muss auf jeden Fall dabei sein. Kann man hier oben enger machen. Hier ist so ein Band dran, das kann man später wegschneiden, glaube ich. Das ist einfach nur, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wofür das ist. Anyways, ohne Taschen hinten, vorne sind Taschen, hinten sind halt keine Taschen und unten ist die Jogginghose auch schön eng und die Jogginghose ist in so einem Kunstleder, also die glänzt auch so ein bisschen und die kann man auf jeden Fall mit hohen Schuhen kombinieren oder einfach mit Sneakers, you can dress it up or dress it down, egal wie. Hier habe ich in der Größe 38 auch, das heißt, ja, die liegt so ein bisschen enger. Wenn ihr die so ein bisschen baggyhafter haben möchtet, dann sollte man wirklich so drei Größen größer nehmen. Ich habe nur eine Größe größer genommen. Oh yes, darauf freue ich mich schon richtig. Und zwar ist das hier diese Schlaghose. Das ist hier so eine graue Schlaghose. Okay, eine Schlaghose ist es jetzt nicht, aber es ist so eher eine Mom-Jeans, weil die ist hier, warte, ich zeige euch das mal, weil die ist hier so außen ein bisschen breiter und unten wird die so ein bisschen enger. Ich wollte unbedingt eine Mom-Jeans und ich habe noch keine passende gefunden. Glaubt ihr mir das? Ich habe noch keine passende gefunden, deswegen bin ich richtig gespannt, ob die mir gleich passt. Die habe ich in der Größe 38 auch bestellt und ja, ganz klassische graue Jeans. Leute, die Hose passt, die passt mir und die ist so nice. Ey, die gefällt mir richtig, richtig gut. Also die ist auch ein bisschen kürzer geschnitten, finde ich auch nice. Und ja, die ist einfach perfekt. Das Einzige ist halt, dass die hier so ein bisschen zu groß ist, aber ich könnte theoretisch auch einen Gürtel anziehen. Aber die sitzt auf jeden Fall richtig, richtig nice. Die nächste Hose, oh yes, ich erinnere mich. Und zwar ist das hier eine das ist wirklich eine Schlaghose. Das ist eine Schlaghose. Leute, guck mal, wie breit die unten ist. Like, wow, auch in Größe 38. Ich hoffe, die ist nicht zu groß. Like, I don't know. Ich muss gleich mal gucken. Anyways, ja, ich habe auch Bock auf Schlaghosen. Wisst ihr, dieses Jahr, diesen Winter habe ich Bock auf irgendwie so auf Jogginghosen und Schlaghosen und Mom-Jeans und so. Wisst ihr, gar nicht so diese Leggings, weil ich habe immer Leggings an. Like, my style is so simple. Ich mag so Schlaghosen richtig gerne mit Sneakers oder selbst mit hohen Schuhen könnte das richtig nice aussehen, wenn man das richtig kombiniert. So, ja, mal gucken. Nächste ist ja auch eine ganz einfache schwarze Jogginghose. Ich glaube, das ist dieselbe wie die in Flieder. Und ja, ganz simpel. Eine schwarze Jogginghose darf natürlich nicht fehlen. Ich hatte eine, aber die ist irgendwie weg. I don't know, ich finde die nicht mehr. Und deshalb habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Und die ist auch unten schön eng, ne, wie dieses Flieder. Und ja, so guys, das waren alle Teile von Missguided. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr Videos. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr noch sehen möchtet auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Stay blessed and bye!